Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Also wenn der Fahrstuhl mal stecken bleibt, ist aber auch ein Problem. Das Ding hat nämlich keinen Wartungsschacht, nichts. Willkommen, Jedi. Die Macht lehrt uns, dass die Eindrücke unserer Augen und unserer Hände nicht immer die Wahrheit der Welt abbilden. Die Welt fügt sich dem Willen der Macht, also fügt sie sich auch euch. Ah ja. Okay. Da irgendwie einmal hier am leuchten Auto oben ist irgendwas. Ach komm schon, ein Lichtschwert käme hier easy peasy durch diesen Lüftungsschacht durch. Der hält sich drauf fest. Also einmal probier es noch. Nee. Also daran hält er sich nicht fest. Okay. Na, oh Gott! Was machst du denn? Du sollst dich doch. Mein Gott. Ist doch schon das Ziel, oder? Komm zurück. Es ist nicht gut, glaube ich. Ah, okay, gut. So komme ich trotzdem noch daran. Ich habe da eine Idee, was es sein kann. Ich hoffe einfach, ich sterbe mich dran. Okay, so funktioniert. Oh Gott! Oh Gott. Bei uns ist auch noch was. Da sieht es aus, als ob ich doch eigentlich auch noch theoretisch mich irgendwie reinklettern könnte.
Ha! Da muss man gar nicht so falsch. Ja, sollen wir hoch? Ernsthaft? Fast geschafft. Oh, ihr müsst stark sein für die kommende Aufgabe. Gemeinsame Anstrengungen. Die Prüfungen auf Kobo waren fordernd genug. Aber die Mission, auf die sie Jedi vorbereiteten, war mit ziemlicher Sicherheit noch schwierig. Darum durfte kein Jedi zurückfallen. Okay, ja, also je stärker das Training ist, desto ne, besser ist natürlich das Ergebnis auch. Ganz kurz, ist so irgendwas. Vielleicht nur der fallende Tod. Hier. Das ist ja schön und gut, aber wo soll ich denn jetzt hier hin? Nicht mehr Licht. Ja. Nicht. Wir sollen irgendwie darauf, ja? Ist das richtig? Ich bin erschöpft. Macht weiter. Bald ist es vorbei. Die Hoffnung bleibt. Hoffnung stirbt zuletzt. Ein aufrichtiger Moment. Die Jedi-Prüfungen auf Kobo stellten Körper und Geist auf die Probe. Aber auch Vertrauen und Kameradschaft zwischen Freunden und Herren. Bisschen was von dem bajoranischen Tempelsymbol, oder? Auf dies nein. So. Gemeinschaft. Neuen Bonus erhalten.
Aber hier ist doch noch irgendwas. Das ist sogar auf einer Karte, wird was angezeigt. Ja. Mal irgendwo anschieben oder so. Hier nicht. Und das... Leute, ich kann da einfach rüberhüpfen, oder? Absolviere diesen Kurs so oft wie nötig. Beharrlichkeit. An den Prüfungen auf Kobo zu scheitern, war keine Option für die Jedi. Die Entschlossenen waren bis zum Erfolg. Was? Die Entschlossenen waren bis zum Erfolg durchzuhalten. Okay, verstehe. Ja, also Schritt 1 scheint. Warum? Schnell! Oh. Oh cool, hier ist noch eine Kiste. Waffenmaterialien, einzigartige Metalle. Okay. Haben wir den Kurs jetzt geschafft? Sieht soweit vollständig aus, oder? Da immer noch irgendeine grüne. Schauen wir das nochmal an. Vielleicht noch. Geheim. Jedenfalls nichts. Gut. Jetzt haben wir auch den Punkt hier oben erreicht. Bums. Können, glaube ich, auch hier raus, ne? Wieder Ausgang. Sieht gut aus. Was für ein Punkt sind wir denn hier gelandet? Hier gibt's ja gar nichts. Bin ich hier auch irgendwie weg? Reingeben, oder? Ah ja, mal hier. So, packen wir das Schwert weg. Wegen, das sieht ja hier gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Aus wie ein Sprung in den Tod. Hier aber auch nicht besser.
Überlebst du das? Ja, okay, gut. Ich habe mir mehr unnötige Sorgen gemacht als notwendig, wa? Okay. Also ein nächstes Ziel wäre hier hinten. Es hieße nochmal wieder komplett sich durch diese Basis durchzukämpfen, die letztes Mal echt Horrorakt war. Aber wir haben jetzt das Parierschwert, also von daher. Gottes Willen! Entladewaffe. Systemschaden. Verbündete Einheit ausgeschaltet. So, hier ist der Spot Cullen. Doof genug, sich selbst in die Luft gejagt oder was? Okay. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen eher hier hinten hin, oder? Unterlassen Sie dieses Verhalten. Mal hier durch. Ah, oh, hier bei euch, ja. Werfe eine Granate. Wo ist das Ziel? Wo steckt der Jedi? Ja, komm schon. Dann geben Sie sich mehr Mühe. Sie bewegen sich schnell. Deine Zeit ist um. Vorwärts. Kommt es, Hilfe! Ist noch nicht besiegt. Sie müssen sterben. Ich habe Schaden erlitten. Eine schwere Einheit ausgeschaltet. So, da ist dieser Kran, womit wir uns eine Abkürzung angeblich freischalten könnten. Problem damit ist, von dieser Seite nicht ran. Ich müsste wahrscheinlich irgendeinen ganz verqueren Weg von hier hinten irgendwo darüber machen. Das ist so weit weg vom eigentlichen Hauptziel, was hier im Tal ist, dass wir das einfach irgendwann später machen. Schade. Aber schön, dass wir mit der Parierstange hier eigentlich echt ganz gut durchkommen. So, es ist der richtige Weg hier. Ganz gut aus. Angriffsmuster. Ziel ist verwundbar.
Naja, so geht's auch. Ganz perfekt, aber ist ganz gut durchgekommen. So. Lustbettwache. Hm? Na, guck mal. Reiten wir los. Nee, die wollen wir nicht. Alles klar. Hey, wir haben Besuch. Ah! Au. Auch ein Muntermacher. Fühl mich schon besser. So, ich jetzt in die Luft gejagt, oder? BX-Druide-Gewehr. Typ, Tipp. Er ist in der Lage, Abstand zu einem Gegner zu schaffen. Halte den Druck aufrecht, sobald du in Nahkampfreichweite bist. Halte Ausschau nach unauffällig platzierten Granaten. Als die Elite-Fernkampfunterstützung konzipiert, ist der mit einem Gewehr bewaffnete BX-Druide besonders für Geheimoperationen und als schneller Scharfschütze geeignet. Im Nahkampf verschießt er präzise, tödliche Blastersalven, um den Gegner zu überwältigen oder niederzuhalten. Niederzuhalten? Natürlich ist die von der anderen Seite verschlossen. Wie immer hier. Hey, mein Freund. Alles klar. Hier rein? Da bewegt sich nichts. Ist ja alles verschlossen, aber wir sind auch schon wieder eigentlich aus dem Area raus. Oh. Warum halte ich doch da fest irgendwo? Also Meditationspunkte drin brauchen wir gleich so unbedingt. Schon hinter dem Tor? Nein. Aldebaran Blau.
Oh. Irgendwas? Du rennst immer weg. Siehst doch immer, wenn er dieses Geräusch macht, will er irgendwas scannen, da unser kleiner Kriegs. Was? Kriegsherrenstandarte. Ach Gottes Willen, was ein Wort, ey. Eine zerbrochene Standarte, die darauf hinzudeuten scheint, dass dieser Turm einst unter dem Kommando eines gewissen Kriegsherrn des Turms stand. Dass so ein Name ursprünglich einem Bedlam Raider gehörte, ist angesichts ihrer Unterwürfigkeit gegenüber Ravis unwahrscheinlich. Werkbank ist ja schön und gut, aber nicht, ist das ein Fahrstuhl? Nicht? Achso, ich weiß, was es ist. Es war quasi mal ein Fahrstuhl, ist jetzt aber defekt. Oh. Intensiv. Sehr schön, dieser Granatwürfel ist echt eine wahre Hilfe. Fähigkeitspunkt erhalten, sehr schön. Ihr habt gut gekämpft, aber mir habt ihr nichts entgegenzusetzen. Das ist mein Turm. Was willst du? Dir etwas anbieten. Einen Vorschlag. Okay. Die Abkürzung freigeschaltet. Hier sind wir noch Wildgeballer. Wir sind jetzt hier oben auf diesem Turm drauf. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Folgencut, wenn ich die Länge gerade sehe. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Hummel, hummel. Moss, moss.